Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paper Mario, der Origami King. Wir sind kurz vor dem Wassertempel, aber wir werden noch kurz in diese Röhre springen und gucken, was hier abgeht. Danach gehen wir natürlich sofort in den Wassertempel. Wassertempel? Tempel des Wasserpergamenton. Okay, okay. Oh, nice. Nein. Yes. Ein weiterer Tod für uns. Faltarme sind einfach der Wahnsinn. Aber kommst du auch mit der Steuerung zurecht? Solltest du mit der Bewegungssteuerung Probleme haben, kannst du sie in den Einstellungen im Menü deaktivieren. Ja, ich komme zwar überhaupt nicht drauf klar, aber ausschalten möchte ich sie natürlich auch nicht, weil das ist ja trotzdem irgendwie witzig. So, dann gucken wir mal. Hier gibt es nur Schnipsels. Sollen wir hier runterspringen? I think so. Okay. Ah, was geht denn hier ab? Faltarme, okay. Wir... Nein, okay, ich muss wieder weiter wegrutschen. Yes. Und da haben wir diesen Toad. Hallo Mario, tut mir leid, dass ich die ganze Zeit vor dir weggelaufen bin. Ich bin wohl einfach in Panik geraten. Naja, wenigstens habe ich herausgefunden, dass ich ziemlich gut im Klettern bin. Okay, okay. So, ich glaube, das war's. Oder? Können wir noch irgendwas anderes machen? Kann ich hier rüberspringen? Aber es bringt halt auch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim Wassertempel. Okay, jetzt sind wir wieder da vor dem Wassertempel. Also würde ich sagen, lassen wir uns nicht von irgendeinem Fisch treffen. Nochmal alle Herzchen und let's go. Ich muss dahin, Bobby. Also Bobby, stell dich mal auf diesen Schalter. Alles klar, kein Problem. Wir stehen ein bisschen seltsam, aber ist okay. Toll, geschafft. Jetzt kommen wir in den Tempel hinein. Bobby, kommst du nicht mit in den Tempel? Was? Was? Ich? Natürlich werde ich euch gerne in diesen finsteren, bedrohlichen Tempel begleiten. Dass ich zittere, ist nur die Vorfreude. Aber leider bin ich vom vielen Schalterdrücken ziemlich erschöpft. Darum ruhe ich mich lieber hier noch etwas aus. Bis später. Okidoki, Bobby bleibt hier. Oha, Tempel des Wasserpergamenton. Sieht ziemlich epic aus. Hey, sieh dir nur mal diesen Steindrachen da hinten an. Ist das das Wasserpergamenton? Bobby verpasst wirklich was. Hier sieht es ziemlich epic aus, ehrlich gesagt. Gehen wir erstmal, obviously... Okay, hier ist ein Toad versteckt. Wie kann hier denn ein Toad versteckt sein? Aber ich glaube, das erinnert mich ein bisschen an Dodongos. Wie heißt es? Höhle. Und da brauchen wir noch erstmal den Mund, der nach unten klappt. Oh, ich wollte eigentlich nach unten gehen weiter, aber egal. Uiuiui. Ich habe nicht mit einem Krebs gerechnet. Okay, okay, dann gönnen wir den Krebsen mal ein bisschen aufs Maul. So, nehmen wir die Glitzerstiefel. Für was haben wir sie denn? Ja, genau, ich war zwischen den Folgen... Oh shit, bin ich dumm. Oh. Ich war zwischen den Folgen einkaufen und habe natürlich ein paar Glitzerstiefel und... Ich habe keine Ahnung, was ich gekauft habe. Glitzerhammer, aber wir brauchen natürlich Eisenstiefel, um diesen Teil hier auf die Fresse zu springen. Sehr gut. Und da haben wir es auch schon geschafft. Oh, mittlerweile sind echt so viele Toads. Das ist so cute. Aber ja gut, so. Hallo? Hallo? Eisenstiefel. Sehr nice.
und noch viele Schnipsel, okay. Dann gucken wir mal. So muss das sein. Ich wünschte, ich wäre Mario. Hui. Puh, und dann haben wir gleich noch einen Fight. Sehr nice. Du bist obercool. So. Ein Pilz. So, erstmal schnipseli Schnipsel. Schnipsel, Schnipsel, Schnipsel. Oh shit, Alter, der hat mich ausgetrickst. Also okay, jetzt hat uns dieser Krebs ausgetrickst natürlich. Aber geht schon. Alles fein. Wir gucken mal tiefer in den Dungeon hinein. Was ist das? Okay. Hä, aber hier fehlt ja eins. Oder bin ich jetzt komplett... Olivia, Tippkarte bewegen und abbrechen können wir nur. Ob man diese Kacheln irgendwie verschieben muss? Ja, muss man. Aber hier fehlt halt einfach eins. Okay. Oh, goddammit. Was soll das denn sein? Wahrscheinlich muss man da irgendwas in was anderes stecken und dann mit noch etwas was anderem machen. Aber ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Okay, ich glaube ziemlich stark, dass wir hier... Oh! Was? Wartet mal. Machen wir das nochmal? Hörst du diese Geräusche? Hoffentlich haben wir nichts kaputt gemacht. Nee, ich will das auf jeden Fall untersuchen. Ah, okay. Nee, es bleibt auf jeden Fall nicht gespeichert. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwas, das uns dabei hilft, dieses Rätsel zu lösen. Ja, hier fehlt eine Platte und das ist genau das, was wir vor uns haben. Ja, come on. Wir kämpfen jetzt gegen diesen blöden Käfer. Wo ist er denn? Hallo? Dort. Bam. Okay. Dann folgen wir diesem komischen Kauz mal. Nice. Jetzt haben wir alle roten Krebse erledigt. Und warten nur noch auf diesen blauen. Shit happens. Alter. Okay, gönnen wir uns erstmal... Ah, hier ist irgendwas. Aber ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Aber hier ist doch irgendwas. Oh, ein Pau. Oh mein Gott. Wie geil. Das war echt geil gemacht. Sehr nice. Und da kriegen wir unser Teil. Sehr cool. Kanalkachel. Von einer diebischen Kerbe zurückstibitzt. Was ist das wohl für ein Ding? Haben wir nicht irgendwo hier etwas gesehen, das genauso viereckig war zum Verschieben? Wo war das noch? Ja, es ist erst 3 Sekunden her. Von daher habe ich mir das gerade vielleicht noch so gemerkt, ansatzweise irgendwie. Denn das Teil gehört hier rein. So, untersuchen. Oh, na klar. Die Kachel, die wir gefunden haben, passt hier perfekt rein. Siehst du, genau die richtige Größe. Dann lass uns mal ausprobieren, ob wir als letzten Schritt diese Kachel einsetzen können. So.
und Kachel einfügen. Perfekt. Sehr cool. Geschafft. Sieh dir nur das ganze Wasser an. Wo das wohl hinfließt? In den ersten... Boah, ich dachte, wir schaffen den Sprung nicht. Feuerblume. So, ist hier noch irgendetwas versteckt? Hä, wir können in dem Wasser sein? Das ist ja ein bisschen crazy. Aber ich glaube, hier ist auch nichts mehr anderes versteckt. Dann würde ich mal gucken, ob wir denn... War hier gerade irgendwas? Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Die Teile im Hintergrund drehen sich. Das war, glaube ich, vorher noch nicht so. So. Hier ist jetzt Wasser. Sehr nice. Sehr cool, sehr cool. Das Maul des Wasserpergamentons steht halb offen. Jetzt sieht es ganz überrascht aus, oder? Vielleicht, weil wir das super schwere Kachelrätsel gelöst haben. Naja, so super schwer war das jetzt nicht, aber wir haben ja noch vergessen, hier runter zu gucken. Und hier ein paar Schnipsel auszulegen. So. Komm wieder runter, Käfer. Tut das sogar wirklich. Du hast deinen wertvollen Schnipselvorrat für meine Rettung eingesetzt? Übrigens, Schnipsel, die neben die grundlosen Löcher fallen, verschwinden nicht. Also mach dir da keine Sorgen. Das ist gut zu wissen. Good to know. Hallo? So, wir müssen jetzt, wir können hier reinlaufen. In die Mitte. Und was ist denn, Olivia? Hey, sieh dir mal diese Beißerchen an. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie cool der Drache aussieht, wenn sein Maul komplett offen ist. Oh Mann, Olivia. So. Und ab geht's. Aha, auf diese rechte Seite. Dort erwartet uns auf jeden Fall schon ein Block. Und noch mehr Schnipseln. Hallo? Mehr Schnipsel. So. Die Frage ist nur, ob wir und warum wir jetzt hier runtergehen sollten. Hier warten ein Haufen Fledermäuse auf uns. Yes. Und das sind alle besiegt. Sehr nice. Komm, und wir fallen natürlich in das Loch. Ach Mann. Aber stopfen wir es gleich. Hier ist ein Tod. Ja, ich sehe ihn. I can see him. Da hinten ist eine Schatzkiste versteckt. Du bist meine Rettung, Mario. Zum Glück hast du mich bemerkt. Ich dachte schon, ich müsste meine Tage als Fensterdeko in diesem nasskalten, vergessenen Tempel zubringen. KP Max Plus. Sehr nice. Ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht, Mario. Und stärker wirst du obendrein. Ja, das klingt doch gut. Meine Rettung geht mir richtig zu Herzen. So sehr, dass sogar ein Herz erschienen ist. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Wenn ich etwas übe, erscheint vielleicht auch mal eine Pizza, wenn ich besonders hungrig bin. Ja geil, Alter, ich bin so hungrig, Leute. Okay, aber wie kommen wir da rein? Hallo, ich will da rein. Okay. Anscheinend nicht so. Da müssen wir vorne mal fighten. Sehr nice. Alle tot.
Aber was ich gerade sagen wollte, ich bin so hungrig. Ich habe noch nicht gefrühstückt und bin echt hungrig und freue mich dann auf einen Kaffee. Aber wie kommen wir hier hinein? Frage ich mich schon sehr. Aber ja gut. Hier, ob wir hier drauf springen sollen? Okay, nee, sollen wir nicht. Gut, dann war es das hier unten auch schon. Denn wie wir hier reinkommen, weiß ich wirklich noch überhaupt nicht. Aber wir werden es bestimmt noch rausfinden. Von daher gehen wir einfach schnell weiter. Oh, und gucken, was hier drüben so abgeht. Yes, da haben wir die Krebse erledigt. Oh, und Pilz kriegen wir auch noch. Sehr nice. Ach man, diese Krebse, Alter. Viel zu viele Krebse gibt's hier. Oder zu viele Krebse, die auf uns warten. Und hier kommen wir aber hinein. Wo hätten wir... Ne, wir hätten da eh nicht drauf springen können. Aber, was erwartet uns da? Ein Pau! Sehr süß. Schatz-Mini-Pau. Aber irgendwie so wirklich bringt tut uns das nichts, denn wir waren ja gerade hier und... Oh shit. Da wurde ich hardcore ausgetrickst. Aber ja gut, kann ja mal passieren. So, erstmal ein paar Schnipsel werfen, damit wir nicht mehr sterben gehen. Und springen. Ich glaube, dass wir vielleicht hier noch ein paar finden könnten. Wie kommen wir dort hoch? Aber erstmal wieder fighten. So, weiter geht's. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir... Ah, so kommen wir hier hoch. Sehr nice. Erstmal ein paar Schnipsel. Und... Na, was... Oh, fuck, wir hätten da vorhin hin... Oh, no. That's not good. Okay. Gibt es hier noch Schnipsel für uns? So. Und da haben wir alle Münzen. Nice. Huh, die Käfer... Ah, die Käfer. Die Krebse haben mir jetzt ganz schön zugesetzt. Aber ja gut, hin und wieder muss das auch sein. Und wir kriegen hier sogar ein Herzchen. Sehr nice. Aber was bitte geht hier ab? So, rein mit uns. Auf uns wartet bestimmt irgendwo noch ein Rätsel. Noch eine Statue? Das Wasserpergament, die spuckt ja eine ganze Menge Wasser. Bin mir nicht sicher, ob ich davon Durst bekommen soll oder nicht. Aber beeindruckend ist es auf jeden Fall. Naja, als Wasserpergamenton muss man wohl eine Vorliebe für Wasser haben, oder? Jupp, das macht nämlich auch Sinn. Ich muss kurz gucken, ob wir noch was equippen sollten. Auf jeden Fall die Stiefel, damit uns die nicht ausgehen. Ich würde jetzt mal erstmal hier rüber gucken und dieses Loch stopfen. So, hier war gerade ein... Oh, ich wollte noch draufhauen. Nice. So, hier war irgendwo ein Tod. Wo ist der Tod? Tell me. Okay. So, gucken wir mal weiter. Oh, hier ist das Fenster. Okay. Hä? Hallo? Okay, und das war's. Ein bisschen seltsam ist das schon, aber ja gut. Was soll's? Dann retten wir kurz diesen Toad hier drüben. Das Peinlichste an der Sache mit der Fensterdeko war, dass mir sicher wohl bewusst war, wie wenig ich zur Einrichtung passe. Jupp. Oh, wir haben alle Toads. Das ist ja nice. Dann gehen wir mal auf die andere... Oh Gott. Okay. Damit habe ich gerade nicht wirklich gerechnet.
So, und gucken, was hier drüben abgeht. Aha. Und jetzt? Also ich weiß noch nicht, was der Plan ist, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe einfach, dass das der Plan ist. Oh. Sehr cool. Ja, weiter? Wenn wir jetzt... Huh, ja. Okay. Wir gehen weiter und weiter. Oh, shit, Alter. Und hier fehlt auch ein Teil. Ja, okay, okay. Das könnte ja ganz lustig werden. Das heißt, wir müssen erstmal dieses Teil hier finden. Das fehlende. Dort hinten. Sieht das ganz gut aus, ehrlich gesagt. Aber ja, gut. Hier treffen wir sicher auf ein paar diebische Krebse. Eieiei. So. Zumindest mehr Schnipsel. So ein Teil, okay. Ich weiß nicht, ich finde die Fragezeichenblöcke irgendwie sinnlos. Also die hatten bisher noch keinen tieferen Sinn für mich. Aber ja gut. Aha. Okay. Dann würde ich hier mal wieder reingehen. Und hier runtergehen. Capro. Yes, Sir. Die Frage ist, ob wir uns hier noch umgucken sollten. Oder ob wir... Ah, hier können wir wahrscheinlich auch raus. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Und gucken, wo wir rauskommen. Oh, hier ist schon dieses Teil für uns. Sehr nice. Oh mein Gott. Das wäre ja extrem Scharenschlacht. Oh mein Gott, ein endloser Kampf. Aber wir haben endlich... diese Krebse besiegt. Oh, das sah gerade ein bisschen so aus, als würden die tanzen. Dienliches Diebesgut. Klauwütiger Krabben. Rasch zurück damit. Okay. Warum kriegen wir so viele Schnipsel? Wir brauchen die doch eh nicht. So, gucken wir mal, wie wir zurück... Oh, hier ist so ein Toad-Dings. Also so ein Sensorlabor. Ne, okay, hier ist kein Sensorlabor. Auch nicht schlecht. Was ist hier? Ein Café? What the fuck? Nanu? Sieh mal einer an, wer da auf ein Getränk reingeschneit kommt. Okay. Was darf sein? Käffchen, 100 Münzen, klar. Hätte ja nicht erwartet, dass du jemals hier reinstolperst, Mario. Dies ist unsere geheime Zuflucht. Hier kommen wir Schergen nach einem harten Tag voller Auf- und Ablaufen her, um zu entspannen. Schon etwas komisch, den Feind hier bei uns zu haben, aber diesmal sind wir ja auf derselben Seite. Aber wo du schon mal hier bist, Mario, du findest doch sicher auch, dass Gumpas die stärksten Schergen sind, oder? Wir sind doch schließlich fast immer die Ersten, denen du dich stellen musst. Habe ich nicht recht? Wir bilden die Vorhut. Das heißt, wir sind König Bowsers Favoriten. Wir geben immer 110%. Puh, träum weiter, Kumpel. Schalkgeist geben immer 120%, egal wo und wann. Wir sind die Favoriten. Wer hat denn bei der Flucht aus dem Pilzpalast die Clownkutsche geflogen? Was? Achso, eben ein Scheigeil. Ich habe sogar gehört, dass sich der Typ, der das alles hier angezettelt hat, erst als Scheigeil verkleidet hat. Ruhe. Gibt jetzt mal Ruhe. Tut mir leid, Mario. Die zwei liegen schon ständig damit in den Haaren. Liegen sich ständig. Gumpas und Scheigeis, Mario und Schergen. Ist doch alles egal. Wir sind alle aus demselben Papier gemacht. Und jetzt trinkt euren Kaffee und verpisst euch. Sehr cool, wir können uns hier heilen. Das ist ja witzig. Das war ein nettes Zwischendurch-Erlebnis.
Fand ich super cute. Okay, okay. Jetzt sind wir wieder hier und wir können ja hier vorne rauslaufen. Das macht alles nicht so viel Sinn, aber ja gut. So. Holen wir das Wasser schnell hier hin. Ach du Gott, das könnte jetzt interessant werden. Oh, sieh mal an. In die Lücke passt also auch ein Kachel. Ach nee, was du nicht sagst, Olivia. Okay. Wir brauchen wahrscheinlich so irgendwas. Ach du Scheiße, ey. Puh, das passt schon mal nicht. Das macht Sinn, aber dann macht das keinen Sinn. Was haben... Ah, das haben wir. Okay, okay. Ist der Rest überhaupt relevant? Und doch, wenn wir so eins haben, dann... Okay. Oh, okay. Das ging ja doch schneller, als ich dachte. Da haben sie sich die Animation gespart. Ja, ja. Und es fließt Wasser. Ich finde die Wasseranimation sehr schön, ehrlich gesagt. Die ist super cute. Und wir kommen wieder zurück. Und wir kriegen wieder Münzen. Oh, shit. Oh, sogar echt viel. Wow. Münzen, Pilze, alles. Wir werden belohnt. So. Na, okay. Wenn ich daran denke, nach dem Kampf mit den Krabben und wenn wir nicht das Café gefunden hätten, hätten wir schon echt wenig Leben und bräuchten diesen Pilz doch sehr. Oh, das sah komisch aus. Das war gerade ein bisschen eine seltsame Animation, aber ja gut. So. Klasse, das Maul des Wasserpergamentons ist jetzt weit offen. Jetzt sieht es wirklich so aus, als würde es brüllen. Oh, sieh mal, in seinem Maul ist das eine Treppe? Die muss zur Kammer des Wasserpergamenton führen. Ob wir es wohl darauf schaffen, ohne dass die Statue uns wegmampft? Oh mein Gott, Olivia. So, eigentlich haben wir jetzt alles. Ich wollte nur noch mal kurz hier gucken. Denn wir sind hier nicht gerade ausgelaufen. Und da haben wir die bösen Krabben schon wieder erledigt. Sehr nice, aber ich glaube hier geht... Oh doch, hier ist sogar eine Kiste versteckt. Die hätten wir fast vergessen. Gastronomie-Kühlschrank. Schatzmenü. Okay, okay, das macht super wenig Sinn, aber ist okay. Wir haben noch immer nicht diese Truhe dort hinten. Und ich weiß nicht, wie wir dorthin kommen. Ein bisschen enttäuschend. Aber wir haben ja immer noch eine nächste Folge. Oh shit, wir haben es nicht geschafft da rein. In der wir uns überlegen können, wie wir dort hineinkommen. So, lasst uns durch. Wir werden einmal speichern und in der nächsten Folge dann in das Maul des Wasserpergamentons hineinlaufen. Hoffentlich nicht gefressen werden und nicht sterben. Ich werde dazwischen, wenn ich nicht vergesse, nochmal shoppen gehen, denn wir brauchen mehr Equipment. Definitiv mehr. Okay, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.